Hallo und herzlich willkommen zu Türchen 21. Ich weiß nicht, ob es euch gestern aufgefallen ist, aber ich habe gestern einen kleinen Fehler gemacht am Ende meines Videos. Und zwar habe ich gesagt, dass wir 19 Illustrationen schon gezeichnet haben. Und gestern waren es ja natürlich 20. Irgendwie war ich auf Türchen 19 geeicht, obwohl wir schon bei Türchen 20 waren. Naja, Fehler passieren. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon bei Illustration 21. Und das ist der Wahnsinn. So viele Bilder. Und wie wir den Keks hier gemacht haben. Wie ich den gemacht habe. Das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß. Ein kleiner Keks. So von der Seite machen wir den. Ich mache jetzt aber auch nicht nur ein rundes Plätzchen. Wir machen, ich glaube, das sind Mürbeteigplätzchen. Zusammengesetzte, ne? Zusammengesetzte Mürbeteigplätzchen. Ganz vorsichtig. Sieht man, glaube ich, auch gar nicht, dass die zusammengesetzt sind. Ich weiß es gar nicht genau. Und hier oben ist ein Stern drin. Ah, es ist jetzt nicht ganz so einfach, aber das kriegt ihr hin. Und der ist dann mit Marmelade ausgefüllt. Der glänzt gleich noch so schön rot. Na, ich wollte jetzt eigentlich gerade so eine Dreidimensionalität reinmachen, aber eigentlich drückt sich die Marmelade ja dann da hoch, wenn man die so zusammenpresst. Und ja, so malen wir den jetzt. Keks. Ich glaube, diese Mischung aus Indisch-Gelb und ein bisschen Braun, die hat sich ziemlich gut bewährt. Oh, das ist ein knuspriger Keks. Hält auch noch ein bisschen nach. Trocknen lassen. Dann nehmen wir einen kleinen Pinsel und machen jetzt hier einen roten Klecks Marmelade rein, aber ein bisschen heller, noch kein knalliges Rot. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen an die Schattenarbeit gehen. Und zwar machen wir hier neben so einen Rand. Wirklich nur einen ganz zarten. Auch aber nur einen ganz zarten. Trocknen lassen. Dann können wir jetzt mit die Marmelade weitermachen. Ruhig fleckig hier drauf. So ein paar Lichtreflexe, ne? So, und zu guter Letzt machen wir mit der Braunmischung. Ich weiß nicht, ob ihr eure Mischpaletten immer vom letzten Mal
so aufhebt. Ich male in letzter Zeit nur hier mit euch jeden Tag ein kleines Türchen. Und da habe ich hier noch eine Mischung aus Umbra gebrannt und Englisch Rot hell drin. Und da werden wir jetzt hier ganz vorsichtig nur so einen kleinen Rand, auch gar nicht durchgängig. Dann dort, wo sich die beiden Plätzchen treffen, aber auch nur ganz vorsichtig, muss auch nicht durchweg sein, sieht man vielleicht auch gar nicht. Und dann nur noch am unteren Rand. Und zu guter Letzt machen wir nur noch mit Weiß. Und das war's schon. So schnell ist der Keks fertig. Zwar nicht zum Abbeißen, aber er sieht doch zum Anbeißen aus, oder? So, ausschneiden. Jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen, wo ich ja sonst mal hier durchspule. Ihr seht gerade, ich habe ganz schön knapp. Zum Aufhängen würde das so jetzt natürlich nicht geeignet sein, aber dadurch, dass ich ja eine Öse hier reinmache, verschwindet es dann da oben gleich wieder. Das ist, glaube ich, ganz gut von Vorteil, dass ich Ösen reinmache. Aber das ist so knapp, ist es mir auch noch nicht passiert. Und fertig ist der Keksanhänger. Jetzt kriege ich Appetit auf Kekse. Ich glaube, ich muss mir gleich mal welche holen. Und ja, selbstgebackene Plätzchen oder gemalte Plätzchen oder Kekse oder wie auch immer man die bezeichnen mag. Ich freue mich auf eure entstandenen Werke. Teilt sie gerne mit mir mit dem Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Und ich bin gespannt, was ihr so zaubert. Bis morgen. Tschüss.